Oh, wir kommen endlich in den Schatten. Oh, ja. Und Jeff, du bist schon vorgerannt, ne? Es ist echt warm heute wieder. Das ist so, ich glaube 28 Grad haben wir mindestens. Und ich zerlaufe. Jeff hat zwar warm, aber ist trotzdem immer wieder fit. Der rennt in Schatten und ist wieder gut. Ja, super. Ah, das Beinchen. Mensch. Da seht ihr, Jeff ist zu faul, um sein Beinchen zu heben. Hier gibt es nirgendwo Wasser. Bin hier schon ein paar Mal lang gelaufen, aber hier gibt es leider keine Wasserstelle. Deswegen gehen wir auch relativ flott wieder zurück. Und ja, heute Abend wird eine größere Runde gedreht. Das ist immer so bei uns. Wenn es noch so um 17 Uhr oder 17.30 Uhr sowas um den Dreh, das ist manchmal noch echt heiß. Und da ist es meistens eher so, dass ich ihn entweder einpacke und kurz in den Wald düse. Oder wir gehen bei uns kurz die Runde. Ach Jeff, ich fange da selber schon an zu schwitzen. Und dann vielleicht 10 oder 15 Minuten laufen, das ist gut. Und dann einfach kurz vorm Schlafen gehen nochmal eine gewisse größere Runde machen, dass es einfach viel kühler ist. Und so habe ich gar keinen Spaß dran. Und Jeff hat zwar immer Spaß, aber für mich ist es echt anstrengend. Hier, komm. Knalle heiß, das wird der machen, bis er umfällt. Das ist echt abartig. Und die ganzen Viecher hier. So Jeff, jetzt Pause. Komm ab, ich habe jetzt keine Lust mehr. Das ist immer wieder schön im Wald, kommt da so manchmal so ein kühler Luftzug. Das ist der Grund, warum ich im Wald spazieren gehe. Ja, nimm mit. Das wird es für heute gewesen sein. Die Motivation ist bei mir heute auch nicht mehr da. Und ja, ich hoffe mal, heute Abend wird es kühler. Vielleicht. Nee. Kann ich nicht machen. Ich weiß nicht, so ein Pool in die Wohnung reinzustellen, das ist glaube ich keine gute Idee. Da muss die Badewanne wohl reichen. Oder wir gehen an See, Jeff. Gehen wir wieder ein paar Rentner besuchen. Das ist auch nicht so geil, ne? Mal schauen. Auf jeden Fall ein bisschen abkühlen. Chef ist auch am Schnaufen. Aber ich glaube eher ist bei ihm so Betriebstemperatur. Da sind wir letztens lang gelaufen. Da ist ein schönes Stück. Warte mal, gleich sieht man es. Was geht da alles da lang? Je nachdem, wie die Lichtfarbe ist, ist es da wirklich sehr, sehr schön. Aber dann auf einmal steht hier im Wald und da ist kein Weg mehr. Da ist einfach nur hochgewachsen. Das Einzige, was man machen könnte, ist umdrehen. Von daher wird das nicht unsere Standardroute. Jetzt könnt ihr gleich sehen, wie er auf seinen Ball hat er getroffen. Ich weiß es nicht. Hat er getroffen? Nee, ich glaube nicht. Doch. Ah, hast du getroffen, ne? Ja, bist du selbst schuld.
Mensch. In letzter Zeit macht er das andauernd. Weißt du? Und dann siehst du nicht vom Weiten, ob er da drauf gepinkelt hat und dann sollst du das Ding auch noch werfen. Ekelhaft, Jeff. Einfach nur ekelhaft. Dass du das Ding im Mund behältst oder irgendwo anders hinlegst, nein. Er legt es immer dorthin, wo er abpinkelt. Nochmal. Nochmal eine Ladung. Das muss ja schmecken.